Jo, werte Freunde, hier ist wieder der Zyklopenschreck und ich möchte euch zu einer neuen Folge Stardew Valley begrüßen. Heute Tag 9 im Sommer und wie wir beim letzten Mal ja beendet hatten, gab es extrem viel Loot aus der Höhle, darunter auch hier Gold. Aber ich konnte noch nicht genau reinschauen, was da jetzt alles drin war. Das werden wir dann jetzt genau tun. Aquamarin, ja. Die Geoden muss ich mal zusehen, dass ich die weggegeben kriege. Jade, okay, die hatte ich glaube schon einmal gespendet, genau. Die kann ich dann jetzt auch selber behalten. Hier gibt es nochmal Seeds. Und ich muss mal gucken, dass ich gleich Dünger wieder herstelle. 163 Harz, das ist schon nicht schlecht. Und es gibt extrem viel zu ernten, meine Freunde. Guckt euch das an. Also mit dem Pfeffer, da hatten wir ja schon mal ausgerechnet, Pfeffer gab knappe 2700, je nachdem wie die jetzt noch hoch oder ja, hochspringen. Von der Qualität her kann das ein bisschen mehr auch werden. Aber so ist das schon mal extrem viel. Nein! Nein, ich habe die Pfefferpflanze zerstört. Nein. Okay, also Memo an mich, nie wieder mit einer Axt in den Pfeffer rein. Das kann nur in die Hose gehen. Es gibt nicht viele Samen, aber 16 Stück, 17 Blumen, 16 Samen, okay. Pflanzen die mal wieder ein. Sehen wir ja, was dann übrig bleibt. Ja, sogar ein bisschen mehr Samen als Blumen da waren. Das ist nicht schlecht. Ja, dann geben wir hier die ganzen Blümchen weg. Ganze Pfeffer. Adios damit. Ja, bitter. Bitter sowas. Aber macht ja nichts. Man kann ja wieder neuen Pfeffer kaufen. Korn, das wächst. Genau. Wir werden jetzt erstmal den nächsten... Die nächste Dings bauen. Wo habe ich denn hier Iron Bar? Und dort gibt es die nächste Sprinkleranlage für den nächsten Tag. Das heißt, damit schon mal 6. Dann wird doch langsam. Achso, genau, den Fertilizer wollte ich ja dann auch noch bauen. Das kriegen wir auch noch hin. Iron, alles rein. Mineral Earth, okay, das wird jetzt erstmal noch nicht so wichtig sein, aber ich guck mal, vielleicht kann ich. Ich könnte noch eine Forge bauen, das werde ich auch tun. Ach, Stone. Warum habe ich hier Kohle mitgenommen für das Stone? Noch eine Forge. Setzen wir dann hier eine Eierreihe dahinter, damit wir dann so wenigstens an alle drankommen. Jetzt. Nochmal, jetzt kann ich die Kohle mitnehmen und die ganzen Iron. Einmal Fillet. Und eine gute Runde Iron herstellen. Jetzt erstmal wieder begießen, was noch nicht begossen worden ist. Und dann kann man sich theoretisch gerade wieder in die Höhle schleichen, in die Mine. Um dann zu gucken, ob man noch mehr Gold kriegen kann. Jetzt ist ja der Weg nicht mehr so lang. Direkt ab der ersten Stufe gibt es dann ja schon Gold zu finden. Ob ich natürlich jetzt noch 5 Stufen runterkomme, das ist, glaube ich, eher unwahrscheinlich. Weil ihr habt ja in der letzten Folge mit Sicherheit auch diesen komischen Voodoo-Kerl gesehen. Und die Dinger, die hauen deftig rein. Also das ist schon ein extremer Unterschied zu dem Level, was man davor hatte mit Paaren 70. Kann man gar nicht vergleichen. Darum am besten erstmal low machen, gucken, ob man in den ersten 2 Leveln vielleicht relativ günstig an das Gold drankommt. Das wird ja auch schon reichen, man braucht ja nicht so viel. Ein Sprinkler braucht ja nur 5 Golderze. Und ich habe jetzt auch schon wieder 4 angesammelt. Also wenn ich mit 6 da rausgehe, dann bin ich schon extrem zufrieden. Ja, man müsste halt mal gucken. Ich müsste auch mal zur Adventurer-Gilde gehen.
Schließlich habe ich die Slimes doch damals noch getötet und habe aber die Quest noch gar nicht abgegeben. Was sollte ich denn jetzt tun? Ist ja auf 10 Uhr. Wir sammeln jetzt nochmal schnell das Eisen hier ein. Jo. Dann abgeben und dann ab zur Adventurer-Gilde. Ah, die Mushrooms nehmen wir nochmal mit. Immer wieder viel wert, die Teile, wenn man die mit in die Höhlen reinnimmt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Früchte auch ziemlich gut sind, die man durch die Fledermäuse kriegen kann. Jedoch bin ich von den Pilzen einfach mehr überzeugt. Alleine dadurch, dass man da einfach direkt Aufgaben auch abschließen kann in Town Hall. Und ihr seht ja, es gibt ja verschiedene Arten von Pilzen, die sogar teilweise ziemlich wertvoll sind, weil sie euch mit auf einen Schlag die gesamte Energie wieder zurückgeben. Okay, einmal ab zur Adventurer-Gilde. Hinter den Bäumen. Okay, 2 PM und bis wie viel? 10 PM. Okay, das heißt, ich kann sogar erst reingehen, hier noch suchen, was ich suchen möchte und danach dann in die Adventurer-Gilde gehen. Das ist auch okay. So, Stufe 80. Endlich. Oh. Und wir finden hier gleich mal Kisten mit Thermal Boots. Okay, die sind nichts wert. Emerald. Aber ihr seht das hier. Mein lieber Herr Gesangsverein. Also ich spiele das Spiel jetzt schon mal eine ganze Weile, aber ich kann mich nicht daran erinnern, auf so eine krasse Goldader gestoßen zu sein. Und das schon direkt beim zweiten Besuch. Fuck. Fuck. Ich bin echt begeistert. Ich glaube, ich kann hier gleich rausgehen. Ich brauche schon keine 30 Gold. Das sind 6. 6 verdammte geile. Und da geht's ja weiter. Okay, ich glaube, ich beende die Folge jetzt hiermit. Ich scheiß auf alles, was danach kommt. 38. Das hebt ja einen auf ein völlig neues Farmlevel. Wir essen jetzt mal trotzdem noch die Mushrooms. Es ist ja erst 2 Uhr. So, okay, 2 lasse ich mir auf, falls ich jetzt gleich doch nochmal angegriffen werden sollte. Ach komm, scheiß drauf, wir gehen noch weiter runter. Und ich krieg sogar den Abstieg auf Level 85 schier umsonst. Okay, gut. Das reicht. Da schon wieder. Krasser Scheiß. Und der Eingang ist sogar freigelegt auf Stufe 85. Ich muss nicht mal mehr kämpfen. Okay, das war jetzt extremer Luck. Ja, ich kann mich auch in den Stufen davor nicht erinnern, jemals so einfache Stufen gehabt zu haben. Mit so viel Loot und vor allem Gold, was so verdammt fucking wertvoll ist. Okay, dafür kommen da jetzt ziemlich miese Gestalten. Das macht nichts. Ich habe 59 Gold, Mann. Yes! Die Blubschiene machen wir auch noch kaputt. Sehr schön, hat funktioniert. So, mit euch habe ich keine Lust zu spielen. Nein. Geht mir aus dem Weg. So eine Karotte. Stufe 85, okay, adios. genug Gold und Glück für heute gehabt. 59 Gold, fuck. Scheiße. Okay, hier gibt es auf jeden Fall auch wieder neue Aufgaben. Man muss irgendwelche Slimes, wenn wir alles kaputt haben, gibt es dann noch Geschenke. Hier bei ihm könnten wir theoretisch, also solltet ihr einmal eure Waffe verlieren,
habt ihr hier die Chance, die Waffen nachzukaufen. Auch ziemlich gute sogar. Ich schau mal, ob es für mich irgendwie noch was Stärkeres gibt. 20 bis 30 Damage. Ich bin, glaube, auch bei knapp 20 bis 30. 6000 Gold ist halt natürlich schon eine Hausnummer. Aber halt hier 10. Wir können hier auch die schwachen Sachen verkaufen, sehe ich gerade. Das sollten wir dann auch tun. Bis 10 Uhr haben die ja offen. Das nutzen wir jetzt einmal aus nach dem Glücksfall hier sowieso. Ich werde jetzt wahrscheinlich mit dem Schmelzen gar nicht nachkommen. Ja, geil. Ich komme darauf nicht klar. Aber das ist jetzt natürlich ein richtiger Vorführeffekt, ne? Also glaub nicht, dass das immer so ist. Das ist echt jetzt nur einmalig. Wird mir wahrscheinlich jetzt die nächsten Tage nicht unbedingt so passieren. Ihr könnt aber schauen, ob ihr wirklich Glück haben solltet. Ihr könnt den Fernseher anschalten jeden Morgen und könnt das Horoskop schauen. Das Horoskop kann euch vorhersagen, wie viel Glück ihr haben werdet. Das kann dann euren Loot entsprechend auch beeinflussen, den ihr dann in den Minen zu bekommen habt. So, das wird jetzt alles eine Weile dauern. Ah, da scheiße ich komplett drauf. Ich werde sogar noch eine Furnace bauen. Ich brauche dazu sonst eigentlich nichts mehr. Chopper-Ohr. Nicht mehr wirklich. Nur noch für die Aufwertung vielleicht. Aber das war's. Gut. Essen kann rein. Nein, nur nicht. Du kommst da rein. Alles schön sauber, ordentlich. Ich will auch jetzt aber noch nicht unbedingt weg. So, wir nehmen auf jeden Fall erstmal die Sachen. Komm. Erstmal hier die alten Stiefel, die blöden Dinger hier, das Holzschwert. Das nehmen wir auch mal mit. Vielleicht kann man das auch verkaufen. Vielleicht haben die Interesse für irgendwelche Elfengeschichten, was weiß ich, Zwergengeschichten. Die Kampfgilde ist eigentlich so der Mülleimer. Und geben dafür sogar noch Geld. Wenn ich von der Stadt Geld verlangen würde dafür, dass die meinen Müll abholen, glaube ich, den Vogel zeigen, aber so ist das schon ganz in Ordnung. Hauptsache, der ganze Schrott geht jetzt weg. Ich krieg dafür noch schön Gold. Werd mir sowieso die 6000 nicht leisten können jetzt erstmal. Zumindest nicht, bis wieder ein paar neue Sachen richtig angepflanzt worden sind. Aber es ist schon mal nicht verkehrt, da was loszuwerden. Gut, die will er trotzdem nicht. Die zwei. Das möchte er auch nicht. Okay, dann halt nicht. Was hat der hier noch? Der Jill hat nichts für uns. Was gibt's da oben noch Schönes? Auch nichts mehr. Hat gern gewusst, wohin ich mit diesen komischen Artefaktdingern hin kann. So, es ist noch nicht ganz so spät. Also könnte man nochmal gucken, was es da oben in der Railroad gibt. Das habe ich in den anderen auch noch nicht erkundet. Weil ich einfach so damit beschäftigt war, meine Farmergebnisse zu verbessern. Und hier. Wir gehen mal noch nicht zu den Frauen. Gibt es ein Bad? Okay. Kann man mit Sicherheit später benutzen. Railroad, Zugstation, da geht es dann in die andere Städte, nehme ich mal an. Okay, also so viel dazu. Railroad haben wir dann jetzt auch wenigstens mal erkundet. Hat sich wohl durch den Erdbeben, hat sich das Geröll entfernt und man kann da dann entsprechend hochgehen. Das hatten wir, ich glaube, vor 2 Folgen oder 3 Folgen, dass wir da morgens den Erdbeben hatten. Und jo. Das war's dann jetzt auch für diesen Tag.
glaube, der nächste wird jetzt ein bisschen entspannter. Also ich kann schlafen gehen. Das wird noch ein bisschen länger dauern mit dem ganzen Gold. Jo. Schauen gerade mal. 3200 Gold. Alleine für die Sonnenblumen. 1500 fast. Hat sich echt gelohnt. So, den 10. Tag nehmen wir auch noch mit. Jetzt, wo auch das Geld hier fließt, regelrecht. So, was gibt's jetzt hier? Gathering the beach for the Animal Pelican Town Luau. Major Louis lädt mich wieder irgendwo hin ein. So, hier gibt's noch nichts. Noch gar nichts zu sammeln. Ja, geil! Ah, ist das Hammer! Wenn ich mir überlege, wie oft ich das verdammte Gold gesucht habe und jetzt ist es mir regelrecht entgegengefallen, in Schoß. Also. Verdammter geiler Dreckscheiß. So. Craften jetzt gleich mal 5 Stück. Setzen die auch schön überall ein. Das heißt, ab morgen ist das ganze Gießen passé. Dann kann ich sogar noch mehr anpflanzen. Das heißt, ich sollte zusehen, dass ich jetzt für die 4000 nochmal schön Samen kaufe. Wir haben den 10. Sprich 18 Tage to go. Kann ich mir sogar Samen noch dazu kaufen, die dann 12 Tage brauchen zum Beispiel. Oder 13, 14 zum Wachsen. Echt nice. Echt nice. Gold, das wird jetzt knapp den ganzen Tag verbrauchen, bis das fertig ist. Wahrscheinlich erst abends. Ich glaube, 6 Stunden braucht das. Das ist also neben Quarz eines von den Sachen, die mit am längsten brauchen in der Schmiede. Deswegen sage ich ja, macht das Sinn, ab jetzt zu gucken, dass man mit dem Chopper die Schmieden erweitert und sich immer mehr Schmieden zulegt. Um dann das ganze Gold auch direkt, wenn man es findet, verarbeiten zu können. Wir werden jetzt noch mal schnell das Wasser auffüllen. Die dürften ja auch bald fertig sein, wie die aussehen. Und dann geht's. Ach, es ist ja schon wieder Mittwoch. Ach, Manno. Das Spiel, das mag mich echt nicht. Ja, das mag mich echt nicht. Immer dann, wenn ich Geld kriege, ist es Mittwoch. So. Scheißegal. Wir werden jetzt noch den Fertilizer bauen. Immerhin 80 Stück. Das behalte ich jetzt erstmal. Ah, man könnte theoretisch heute noch gucken, dass wir die Geoden loswerden. Und hier, das braucht ja die Geoden. Das hatten wir alles schon. Geode. Die nehmen wir alle mal abgeben. Und schauen, was sich finden lässt. Gibt ja sonst sowieso nichts zu tun, ne? Da gibt's noch Beeren. Nehmen wir mal mit. Da gibt's auch den Bus für die nächste Stadt. Möchte ich aber jetzt erstmal noch nicht hin. Wobei, da könnte es aber sein, dass ich da vielleicht auch noch irgendwie Samen krieg. Na egal, wir gehen jetzt erstmal zum Schmied. Kümmern uns um den Schmied, danach gucke ich mal, dass ich vielleicht in die nächste Stadt komme. Vielleicht gibt es da dann auch noch was zu kaufen, was zu holen, was es hier so nicht gibt. Das Spiel wird ja jetzt auch nicht einfacher, sondern immer komplexer. Gut, hier. Da hat er was gefunden. 10 Eisen. Mhm. Was seltenes wieder. Pyranite. Chopper Ohr. Aha. Und Gold. Okay. Und der letzte. Auch nochmal was Neues. Wunderbar.
Damit kann ich mich doch jetzt beim Gunther auch mal sehen lassen. Jede Menge Blumen. Also, donate to the museum. So, haben wir da unten alles voll. Schon wieder ein Reward. Das tun wir da hin. Da ist noch ein Steinchen. Okay, ein Reward gibt es wieder. Ich werde jetzt mal hier noch das Buch einsetzen. Zack, zack. Und hol mir meine Reward. Oh. Oh je. Ein Pedobär. Naja, immerhin etwas. Na komm, Madame. Geh mal aus dem Weg. Apropos Madame. Mir fehlen ja immer noch 5 Leute. Little Coop. Reach the bottom of the mine. Und die Shorts müssen wir auch noch suchen. Wobei, wenn es mir ehrlich ist, sind mir die Shorts komplett egal von Major Lewis. Er läuft halt mal ein bisschen ohne Unterbuchs rum. Das wird ihm auch nicht schaden, ein bisschen luftig unten rum zu sein. So, wir gehen dann mal in die nächste Stadt. Mal gucken. Wahrscheinlich erstmal ein Ticket kaufen, ne? Ach, ist out of service, also doch nichts. Doch nichts mit einer schönen Busfahrt. Okay, dann lassen wir es dabei. Hier gibt es wieder Gold zu sammeln. Der Hund, der schläft auch den ganzen Tag. Gemütliches Tier. Da sind wir noch das Quarz, weil das dauert auch recht lange und geht mir langsam zur Neige. Wieder 5 Sprinkleranlagen und damit bin ich hier sogar fertig. Unglaublich, ich habe sogar noch einer übrig. Kann ich ja schon mal setzen. Müsste eigentlich in etwa hier hin. Jo! Das sieht doch echt nett aus langsam. Das ist eigentlich Farming auf der höchsten Stufe mittlerweile. So, wir geben jetzt mal die ganzen Früchte da ab. Die Mushrooms auch. Sollte mal gucken, ob wir uns wieder neu gewachsen sind, mit Sicherheit. Der Hund, der schläft ja wieder gleich ein. Na, wir wachsen noch. Gibt's heute noch keine. So, da das Gewächshaus, müssten wir auch mal schauen. Das kostet, glaube ich, auch extrem viel Gold. Also das wird eine Zeit lang dauern, bis das fertig ist. Jo, dann kann man zusehen, dass man hier vielleicht noch ein paar Bäume fällt. Denn die ganzen Felder hier, die werden dann jetzt doch nur noch größer. Ich glaube, ich werde hier auch das ganze Gras mal kürzen. Ganzen Groups nach da unten noch erweitern kann. War eigentlich auch denkbar, noch so einen Gehweg dahin zu setzen. So schön großflächig, damit das mir nicht unbedingt in die Ernte reinwächst. Aber das sieht doch dann schon mal ziemlich gut aus. Ich nehme auch noch ab. Alles, was hier noch so wächst, weg. Kostet mich sogar gar nicht so viel Energie.
Aber ich bin, glaube ich, auch schon einfach ziemlich weit und durchtrainiert. Halt ein echter Farmer-Typ. Hier nochmal schön. Bäume fällen. Freundlich. Fällt mir fast aus der Karte raus. Den Stein können wir auch noch mit kaputt machen. Da habt ihr es jetzt wahrscheinlich gerade gesehen. Ist rausgefallen oder ins Wasser gefallen und dann verschwindet das. Okay. Ich sollte also mal zusehen, dass ich mir vielleicht noch Vogelscheuchen zusammenbastel. Den Fiber müsste ich eigentlich auch genug haben. Jawohl. Holz ist genug. Kohle habe ich ja auch dazu. Eins, zwei, drei. Ah, falsch, 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 falsch. Hier wollen ja die Steine, Kohle rein. Steine rein. Kommt ja heute essen. So, und die Vogelscheuchen werden dann jetzt entsprechend, so wie sie hier in etwa gestanden haben, auch hier dann stehen, nur etwas versetzt. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5 nach unten. Mit einem frei. 1, 2, 3, 4, 5. Also etwa hier. Na, etwa hier. Und die andere wird dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da. Etwa stehen. Das ist schon mal nicht verkehrt. Jetzt das Gold noch abholen. Ich brauche wieder Eisen, sehe ich. Eisen, Eisen, Eisen. Eisen ist vielleicht sogar wichtiger als das Quarz. Nochmal zwei Sprinkler. Können wir auch schon mal schön parallel hier hinsetzen. Auch wenn ich jetzt... Okay, das war wieder eins zu viel. Warum ich das jetzt schon mal mache, ich weiß, dass es eine Chance gibt, dass das verschwindet, weil da keine Pflanzen drauf sind. Aber damit erspare ich mir morgen das Gießen, wenn ich mir morgen dann wieder was dazu kaufe, da es dann jetzt morgen früh direkt bewässert wird. Also setze ich mir die dann trotzdem schon mal hin. Und es wird wieder Zeit, dass ich auf Goldsuche gehe. Aber das dann erst am nächsten Tag. Hier nehmen wir noch dieses Pickled Radish. Die tun wir dann auch mal da rein. Das ist auch alles etwas, was wir dann spenden können. Und es geht ab ins Bett. Und damit ist dann auch die Folge wieder vorbei. Wir haben jetzt wieder fast eine halbe Stunde, aber... extrem viel vorbereitet und damit ist die Folge, denke ich, auch wieder sehr erfolgreich gewesen. Ich habe meine ganzen Sprinkelanlagen gebaut und damit können wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge weitermachen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.